Guten Abend, meine Damen und Herren von der Frankfurter Wertpapierbörse, heute den 5.10.2012. Wie Sie schon auch heute vielleicht aus Zeitungen gelesen und in Fernsehinterviews gemerkt haben, am Börse war ein richtiges Feuerwerk. Der DAX ist mit 1,27% nach oben gegangen und heute sind wir bei 7.397 Punkte. Was sehr interessant zu bemerken ist, dass heute auch ein sehr wichtiger Tag gewesen ist in Rumänien an der Schwarzmeerküste, wo die Werft, wo einmal der größte Tanker Rumäniens in Wasser eingeweiht wurde. Wie gesagt haben, heute der rumänische Präsident hat die Werft besucht und an die schönen Jahre sich erinnert, wann er als Kapitän Rohöl über die Meere nach Rumänien gebracht hat. Es war ein sehr bewegendes Moment und was wir noch sagen können, hat für die ganze Bevölkerung ein bisschen noch zusätzliche Emotionen hergebracht, nachdem auch heute eine weitere Episode in dem Thriller der rumänischen Privatisierung vorgesetzt wurde, was die Aktien bei dem Holcim Konzern treffen. Anders, es war ein sehr interessanter Tag mit sehr guten Nachrichten für die gesamte Wirtschaft und hoffen wir, dass im Laufe der nächsten Tage mehr über die Entwicklung auf der rumänischen Seite zu berichten wird und gleichzeitig hoffen wir auch, dass die rumänische Bevölkerung mehr von dieser Privatisierung Welle haben wird. Von der Frankfurter Papierbörse, Virgil Bestea wünscht Ihnen einen schönen Abend, heute den 5.10.2012 und wie immer passen Sie auf, was Sie mit Ihrem Geld machen, anders werden wir uns selbstverständlich darum kümmern. Ciao.